Robin, wird Aktionstour Uranfabrik Gronau anfangen, sonst steigen wir euch aufs Dach. Hier werden Unterschriften gesammelt gegen die Uranfabrik in Gronau. Das mit dem aufs Dach steigen kann man hier schon mal üben. Hier steht ein Kletterberg. Hier steht ein Kletterberg, wo Jung und Alt mal aufsteigen können, gut gesichert und feststellen können, dass Klettern Spaß macht. Aber wir haben diese Woche ja auch gesehen, als am Montag einige Kletteraktivistinnen den Urantransport, den Uranmülltransport hier bei Münster für 8 Stunden blockiert haben, dass Klettern auch sehr effektiv sein kann. So. Uranfabrik abschalten oder wir steigen durch aufs Dach. Thomas, du bist bei der Tour dabei. Worum geht's? Wir sammeln Unterschriften, um deutlich zu machen, dass die Gefahren so nicht mehr tragbar sind und die Anlage abgeschaltet werden muss, was so laut Atomausstieg noch nicht mal vorgesehen ist. Und was macht ihr mit den Unterschriften? Die werden wir dann im Laufe der Koalitionsverhandlungen nach der Wahl am Sonntag entsprechend überreichen. Ganz demonstrativ, wahrscheinlich dann auch auf dem Dach eines entsprechenden Gebäudes. Frage dazu, es ist ja im letzten Jahr bundespolitisch über Atomausstieg diskutiert worden, was kann die nordrhein-westfälische Landesregierung denn machen? Ja, den Ausstiegsbeschluss sozusagen die Anlage stilllegen. Gut, Udo Buchholz, Akku Gronau, du bist seit wie vielen Jahren aktiv gegen die Urananreicherung? Ungefähr 30 Jahre. Seit 30 Jahren. Als du vor 30 Jahren angefangen hast, wie viele Leute wussten da, was in Gronau passiert? Ja, das kann man jetzt schlecht beziffern. Es waren einerseits viele, andererseits waren es zu wenige, die es gewusst oder die dagegen was gemacht hatten. Damals von 1980 bis 82 rum wurde die Anlage genehmigt und gebaut. 82 war der erste Spatenstich. Da waren die Demonstrationen relativ klein. Mittlerweile sind sie zum Glück größer geworden. Ja, man hat ja in den letzten Jahren regelrecht zugucken können, wie immer mehr Menschen sich an den Protesten in Gronau und hier in Nordrhein-Westfalen beteiligt haben. Was habt ihr gemacht, dass sich das über die Jahre so entwickelt hat? Ja, wir haben nicht aufgegeben in Gronau. Es kamen zwar immer neue Genehmigungen für den Ausbau der Anlage, trotzdem gab es immer wieder Proteste, Demonstrationen, Mahnwachen, Informationsveranstaltungen und haben eben immer weiter versucht, das Thema bundesweit oder auch landesweit publik zu machen. Und ergänzend kam dann, man muss sagen, leider letztes Jahr Fukushima dazu. Da gab es ja in Nordrhein-Westfalen zahlreiche große Demonstrationen und dann letztlich auch am Ostermontag in Gronau eine Demo mit 15.000 Leuten. Das war ein super Erfolg für uns. Robin Wood Aktionstour, Uranfabrik Gronau abschalten, sonst steigen wir euch aufs Dach. Hier kann man gegen die Uranfabrik unterschreiben und die Unterschriften sollen dann eingebracht werden in die Bildung der nächsten Landesregierung. Das aufs Dach steigen kann man hier schon mal üben. Hier steht ein Kletterberg, wo Jung und Alt sich üben können und ausprobieren können, dass Klettern Spaß macht. Die Genehmigung für Gronau hat das Land erteilt und das Land kann sie im Prinzip auch entziehen, wenn Sicherheitsbedenken bestehen. Udo Buchholz vom Akku Gronau, was habt ihr für Sicherheitsbedenken gegen die Urananreichungsanlage? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Man kann es auf einige Punkte vielleicht erstmal konzentrieren. Die ganze Anlage ist nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert. Das heißt, dass jederzeit ein Flugzeug raufstürzen kann und große Katastrophen auslösen kann. Die Anlage ist nicht gegen jegliche Übergriffe geschützt, da ist nur ein Maschendrahtzaun rumgezogen. Da hat jeder Zugang zu den Urancontainern, die unter freiem Himmel liegen. Und letztlich diese Urancontainer beinhalten Uran, sodass es weltweit kein Endlager gibt. Das heißt, da wird in Gronau eine Anlage laufen gelassen, die keinerlei Entsorgungsweg hat. Und da könnte die Landesregierung eingreifen und sagen, das kann so nicht weitergehen, wir legen die Anlage still. Ja, man kann hier gegen die Urananreicherungsanlage Gronau unterschreiben. Die Robin Wood Aktionstour ist seit Dienstag unterwegs in Köln, Bonn, gestern Bielefeld, heute Münster und morgen in Düsseldorf. Thomas, du bist die ganze Zeit dabei gewesen. Wie war die Resonanz von den Leuten in den Städten? Ist zwar gemischt, aber insgesamt ein großes Interesse an dem Thema. Es ist ja in NRW auch ein bekanntes Thema und gerade hier in Münster unheimlich viele Leute, die sofort unterschreiben möchten. Ja, können wir nur sagen, hier an den Stand kommen, sich weiter informieren und dann unterschreiben.
Ihr habt das aufgegriffen, das Thema Gronau. Robin Wood ist eigentlich eine bundesweite Aktion, bundesweite Organisation. Wenn man Rowo unterstützen will, wie kann man das am besten machen? Ja, man kann auf zwei Arten unterstützen. Man kann selber mitmachen. Robin Wood ist ja für spektakuläre Aktionen, gerne auch mal mit im Zusammenhang, was hier geübt werden kann und auch neben dem Kletterberg noch zu sehen ist. Da hängt im Baum ein Transparent. Die andere Möglichkeit ist aber auch, uns finanziell zu unterstützen. Beide Sachen findet man auf der Homepage www.robinwood.de und da weitere Informationen. Ja, Udo Buchholz, Akku Gronau, ihr könnt Unterstützung sicherlich auch gebrauchen. Wie kann man sozusagen euch unterstützen? Ja, das ist entsprechend wie mit Robin Wood. Man kann bei uns mitarbeiten vor Ort in Gronau, kann auch von Münster aus das Ganze finanziell unterstützen. Es gibt eine Internetseite aku-gronau.de. Wer sich das nicht merken kann, man findet es bei Google über Gronau, Stichwort oder Urananreicherung. Da findet man uns. Vielleicht ein wichtiger Punkt noch, wir arbeiten ja grenzüberschreitend mit holländischen Antiatomgruppen. In Almelo, das ist nicht weit entfernt, steht die holländische Urananreicherungsanlage, gegen die wir auch vorgehen. Und am 7. Juni soll ein weiterer Teil der Anlage in Holland eingeweiht werden. Und es ist bekannt geworden, dass der Kronprinz in Holland, der Prinz Willem Alexander, auch kommen wird. Der wird bei der Einweihung dabei sein. Und wir planen jetzt schon mit holländischen Gruppen Protestaktionen dagegen. Also 7. Juni, weitere Informationen werden demnächst noch bekannt gegeben. Und ich denke, der Prinz wird sich freuen, wenn er entsprechend begrüßt wird. Danke. Robin Wood Aktionstour, Uranfabrik Gronau abschalten, sonst steigen wir euch aufs Dach. Hier kann man gegen die Uranfabrik unterschreiben. Man kann sich hier auch weiter informieren und man kann das aufs Dach steigen schon mal ganz praktisch üben. Mit dem Kletterberg, den wir hier stehen haben, können Jung und Alt sich mal auf den Berg schwingen und ausprobieren, dass es Spaß macht. Aber wir haben ja die Woche gesehen, dass es auch sehr effektiv ist, als zu Beginn der Woche einige Kletteraktivistinnen hier einen Uranmülltransport für 8 Stunden durch eine Kletteraktion blockiert haben. Hier gibt es weitere Informationen am Stand bei den Aktiven, die hier rumlaufen und Unterschriften sammeln und in Kürze hier auch noch ein paar Gespräche.